Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein ganz spezielles Unboxing für dich, denn das ist eine ganz spezielle Ausgabe von einer Box. Und zwar spreche ich hier von der Yoga Junkies Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im Februar hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich kriege jetzt schon wieder Pipi in den Augen, Leute. Es ist alles ein bisschen, ich bin stolz. Ja, denn ich durfte ein bisschen bei dieser Box auch mitwirken. Das heißt, wir werden mich tatsächlich auch gleich in der Box sehen. Und ich bin ein bisschen froh und hätte nicht damit gerechnet, dass das alles hier so groß wird. Habe ich im Leben nicht mit gerechnet. Und ja, ich bin einfach stolz wie Bolle. Und deswegen möchte ich gerne mit euch zusammen die Box auspacken. Ich habe tatsächlich schon einmal kurz reingelinst, weil Familie und Freunde von mir halt so ein bisschen wissen wollten, was das jetzt genau ist, warum ich so abgehe wie ein Zäpfchen. Und ich habe mir gedacht, den ersten Blick in die Box, wenn ich halt richtig mich mit den Produkten beschäftige und mir die mal richtig angucke und ausprobiere und so, das wollte ich schon ganz gerne mit euch zusammen machen. So, die Yoga Junkies Box ist eine Lifestyle-Box, die enthält Produkte aus den verschiedensten Kategorien. Das ist Beauty, Lifestyle, auch Yoga Lifestyle Produkte. Food Produkte sind ja auch manchmal mit enthalten. Nein, eigentlich haben wir hier immer irgendwas zu essen mit dabei. Ein bisschen Deko kann da mit bei sein. Alles, was das Herz begehrt. Und das ist jetzt, wie gesagt, die Februar-Ausgabe. Die kostet ab 39,99 € pro Box bzw. pro Monat. Mit dem Code CLAUDI10 kannst du nochmal 10% sparen, wenn du möchtest. Das ist ein Affiliate-Code. Das heißt, ich verdiene da tatsächlich auch ein paar Cent einfach dran. Ne? Aber ja, die kann ich dann in dem Online-Shop entsprechend einlösen, um mir zum Beispiel eine Yogamatte zu kaufen, was ich letztens auch gemacht habe. Und ja, jetzt Sammy ist auch ganz, ne, der weiß gar nicht, was Frauchen hier für ein Hase mal fucken hat. Ja. Das hier finde ich übrigens ziemlich cool. Die haben das mittlerweile so gestaltet, dass der Versandkarton auch direkt die Box ist. Also hier ist auch direkt das Logo vorne drauf. Hinten ist dann der Adresskleber drauf. Und hier haben wir auch ein Mandala vorne abgebildet. Das ist das Yoga Junkies Logo, was ich richtig schön finde. Und ja, komm, ne? Also Hannah und Tyler, vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe da jetzt nicht irgendwie ein großes Fotoshooting oder so gehabt. Da wurde ich nämlich auf Instagram auch nachgefragt. Also mein Freund und ich haben dann tatsächlich hier zu Hause Fotos gemacht. Und mein Freund ist derjenige, der halt die besten Bilder von mir schießen kann, weil er meine Natürlichkeit einfach, sag ich mal, einfangen kann. Also wenn ich so ein Selfie mache, dann kann es auch einfach mal sein, dass man dann künstlich in die Kamera grinst oder so, diese typischen Insta-Fotos, die man halt so macht. Aber er hat sich halt geweigert abzudrücken, wenn ich künstlich gegrinst habe. Das fand ich ziemlich charmant von ihm. Und ach, wir hatten einen schönen Tag, wo wir sehr viel Spaß hatten und Fotos gemacht haben. Naja, so, meine Herren, hier haben wir dann tatsächlich den ersten Blick. Ich bin runtergefallen in die Box und hier steht drin, take us in your unboxing story, we would love to share this moment. Also Hannah und Tyler, ihr könnt hier tatsächlich live mit dabei sein und also nicht live, weil das wird ja nicht live hochgeladen, weil ich mich nicht traue live zu gehen und unsere Internetverbindung dafür zu instabil ist, aber das wird ein sehr langes Video heute, es tut mir leid, aber ich lade das auch bewusst am Samstag hoch, am Wochenende. Ja, es ist dann meistens nicht so schlimm, wenn die Videos mal etwas länger sind. Hier sind ganz viele Herzchen auf der Karte. Liebe Claudi, tausend Dank für deine Unterstützung über einen bereits so langen Zeitraum. Ja, das stimmt. Ich bin echt schon lange mit dabei, ne? Beim Team Yoga Junkies. Das ist echt cool. Die Zusammenarbeit mit dir bedeutet uns sehr viel und wir sind überglücklich, dass du diesen Monat unser Cover ziehst. Lots of love, Hannah, Tyler und Team Yoga Junkies. Ja, vielen, vielen Dank. Und hier haben wir die beiden auch. Das ist ja das ganz übliche Lieblingsbild, glaube ich, auch von denen. Ich finde das auch wunderschön. Ja, genau. Okay, ich denke auch... Wo ist der Hund eigentlich hier? Der liegt da hinten rum. Okay. Dass ich da das eine oder andere auch auf Instagram teilen werde. Fotos und so weiter. Ne? Ich glaube, das mache ich nachher noch. Genau, ja. For lovers of the yoga lifestyle. Und tada! Leute, das bin ich.
Das bin ich! Oh mein Gott! Auf der Yogamatte, die ich mir letztens tatsächlich da im Onlineshop bestellt habe. Scharf, ne? Oh. Ja, ich finde es, ach, ich erinnere mich zurück, wie schön das halt einfach war, als ich mit meinem Freund auch die Fotos gemacht habe. So, richtig geil ist vor allem, dass das Motto dieser Box halt auch wirklich so ein Herzensmotto ist. Und zwar ist es die Sweet Love Edition, was natürlich zum Februar an sich passt, weil es ist der Monat der Liebe und so weiter und so fort. Und ja, ich finde es halt auch irgendwie mega lieb und so. Egal. Selbstliebe ist die höchste Form der Liebe. Genau deshalb ist es wichtig, sich auch im Alltag Zeit für Selfcare zu nehmen und Momente der Selbstliebe zu genießen. Das stimmt, das ist durchaus wahr, Leute. Deine Sweet Love Box soll dich bei deiner Selfcare-Routine unterstützen und deine Me-Time versüßen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Auspacken und danken dir von Herzen für deine Unterstützung. We are always here for you, XOXO, Hannah und Tyler. Ja, ne? Mega cool. Und dann sind hier irgendwas knatscht hier. Die einzelnen Produkte abgebildet, ne? Wo drin steht, was drin ist, ist das Heftchen. Und da ist auch schon ein Foto von mir. Da wird es dann auch angeteasert, dass halt ab Seite 16 hinten dann auch ein kleines Porträt von mir kommt. Da habe ich auch ein paar Zeilen zusammengeschrieben. Und Hannah und Tyler haben dann da etwas halt draus machen können, sage ich jetzt einfach mal. Genau, ich habe denen da einfach vollkommen freie Hand gelassen, denen einfach ein bisschen was geschickt. Und das haben die daraus gemacht. Das ist einmal hier tatsächlich bei uns im Wohnzimmer entstanden. Das Foto Claudis Welt. Das bin ich, Leute. Ich feiere das, wirklich. Ich feiere das so sehr. Dann, das lese ich euch gleich vor. Dann haben wir hier einmal hier, wie das quasi aussieht, wenn ich hier im YouTube-Zimmer stehe. Das meine ich übrigens mit dieser Grinsekatze in meinem Gesicht. Aber gut, ne? Mein Freund kann einfach bessere Fotos von mir machen. Und natürlich muss Sammy auch mit am Start sein. Das war mir auch super wichtig. Und ja, dann lese ich das mal vor, okay? Ja. Das eigentliche Unboxing geht übrigens ab dieser Uhrzeit los. Ich blende euch das hier mal ein. Habe ich euch eben bestimmt auch schon mal eingeblendet. Oder Timestamps unten in der Infobox ist, glaube ich, auch eine ganz gute Kiste, weil es wird länger heute. Wir möchten euch gerne den Herzensmensch Claudi vorstellen. Durch ihre wunderbaren Unboxings auf ihrem YouTube-Channel Claudis Welt erhältst du jeden Monat einen tollen Einblick in unsere Box. Boxen. Mehrzahl, Claudi. Mhm. Als Dankeschön für Claudis Unterstützung und ihren Glauben an uns möchten wir ihr unsere Februarbox widmen und ihr sonniges Gemüt mit euch teilen. Offen und ehrlich, ich bin sehr neugierig. Kein Wunder, dass ich gar nicht genug davon bekomme, Neues auszuprobieren und überrascht zu werden. Eine monatliche Überraschungsbox passt daher zu mir wie der Primer zur Foundation. Daher ist es auch logisch, dass ein Beautybox-Unboxing mein erstes YouTube-Video aus Juli 2018 ist. Natürlich wird dort seitdem alles auf Herz und Nieren geprüft, was mich interessiert. Unboxings, Schminkies, Hauls, Reviews, Claudi testet alles. Ich bin meinen Freundinnen unendlich dankbar dafür, dass sie mich überredet haben, meinen YouTube-Kanal zu eröffnen. Denn dadurch kann ich jeden Tag meine Obsession mit der ganzen Welt teilen. Und auch mein Hund Sammy ist ein gern gesehener Stargast, denn seine Neugierde kennt ebenfalls keine Grenzen. Ne? Weißt du Bescheid. Oder er pennt einfach im Hintergrund, ist okay. Hast du Lust, mich in meiner Welt zu besuchen? Dann check gerne meine Social-Media-Profile auf YouTube, Claudis Welt, hallo, hier seid ihr, und Instagram, da heiße ich übrigens immer noch AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter, ab. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, und falls einem das nicht reicht, es geht auch noch weiter. Ich war ein bisschen aufgeregt, ne? Also hier haben wir dann tatsächlich nochmal zwei weitere Fotos. Hier nochmal das Cover in ganz groß. Wahnsinnig cool. Und da hat mich Hannah und Tyler gefragt, ob ich vielleicht so Tipps habe für jemanden, der mit YouTube anfangen möchte. Irgendwie so, was man bedenken muss. Meine 5 Tipps für einen Start eines YouTube-Kanals. Erstens, mir ist mega wichtig, dass man Ehrlichkeit an erster Stelle überhaupt setzt. Ne? Treffe deine Entscheidungen so, wie du sie von einer Freundin hören würdest und verstelle dich nicht. Zweitens, Fairness, sowohl zu deiner Community als auch zu den Firmen. Denn hinter jedem Produkt stehen Menschen, die es entwickelt haben. Drittens, Neugierde. Trete aus deiner eigenen Komfortzone, um Neues zuzulassen und sei kreativ. Ich bin schon so oft aus meiner Komfortzone rausgeholt worden, Leute. Und es war genau richtig so. Ihr habt mich da auch oft rausgeholt. Fand ich total cool. Viertens, Begeisterung. Lass deinem inneren Kind freien Lauf und habe Spaß an dem, was du tust. Fünftens, Zeit. Dieses Hobby ist sehr aufwendig und erfordert viel Zeit. Entscheide für dich, ob du bereit bist, diese aufzuwenden und um eine Kontinuität in deinem Content zu haben. Ne? Genau. Ja, und da ist hier nochmal alles und hier sind nochmal Hannah und Tyler, die beiden. Das ist so ein süßes Paar, Leute. Ohne Witz jetzt, ne?
Danke. Und jetzt habe ich 10 Minuten geredet und jetzt kommen wir mal zum Unboxing. Läuft. Okay. Okay, okay. Wir fangen zuallererst mal an mit dem, was hier vorne drauf liegt. Und es musste natürlich sein, also ich persönlich habe nicht die Produkte ausgesucht. Ich habe gesagt, irgendetwas, was zu mir passen würde. Ne? So ganz frei. Und es musste eine Maske sein. Und da wir natürlich dieses ganze Nachhaltige uns ein bisschen mehr vor Augen führen möchten, haben sich Hannah und Tyler überlegt, von Daily Concepts die Daily Eye Gel Mask hier reinzupacken. Das ist so cool, weil du, also im Prinzip, wenn du das hier hast, dann brauchst du keine Augenpatches mehr, eigentlich. Weil das kannst du normalerweise einfach in den Kühlschrank packen und dann einfach drauf machen. Ich gucke aber nochmal nach. Cool, the gel mask, ach, das ist auf Englisch, okay. In the freezer or refrigerator before use for 2 hours. Okay. Oder, genau, du kannst, oder du machst es warm in der Mikrowelle für 20 Sekunden. Genau, das ist natürlich ziemlich cool, denn mit der Wärme kann man, glaube ich, die Augen beruhigen und mit der Kühle kann man halt Schwellungen wegmachen. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag nur vorm Laptop sitze, ne, wenn ich den ganzen Tag arbeite halt ganz normal, 8 Stunden oder länger, von wann bis wann arbeite ich denn? Ich arbeite immer viel, ja. Das sieht ja geil aus. Ich bin ein bisschen, oh Gott. Ich arbeite ja als Vertriebs- und Marketingassistentin und da arbeite ich dann immer so von 8 bis 4:30 jeden Tag. Und danach gehe ich halt meinem ganz normalen Hobby nach und bin dann halt entweder hier mit den ganzen Lichtern oder ich sitze halt vor meinem Computer und schneide Videos. Das heißt, ich sitze halt viel vorm Computer und kriege dann auch sehr müde Augen. Und das sieht so geil aus. Also das ist halt so eine Augenmaske, ne? Und die hat hier so Blubbels drin. Das sieht aus wie ein Bubble Tea. Die kann man so drauf rumdrücken, hin und her schieben. Ich sollte wahrscheinlich nicht zu doll drücken, damit hier nichts platzt, aber ich finde das witzig. Das ist so ein Gel. Okay, und das hat hier auch noch, das finde ich auch nice, ne? Das kannst du dann verstellen, tatsächlich. Und von innen ist es so weich. Und dann kann man sich das, oh, ich bin 1A, ich bin top geschminkt gerade, aber man kann sich das auf die Augen dann drauf machen. Und dann legt man sich das um. Rosa finde ich übrigens auch richtig geil. Und dann hat man das drauf. Und dass das hier so weich ist, finde ich ja super angenehm. Also da habe ich richtig Bock drauf. Das wird auch seine Anwendung finden. Hat mein Make-up abgestempelt. Nö. Ein gutes Setting Spray. Oh, aber meine Wimpern sind etwas verbogen. Es tut mir leid, dass ich etwas nervös heute bin. Aber ich glaube, also, ne? Ich wahre schon sehr die Kontenance hier, aber das finde ich ziemlich cool. Also das passt auch auf jeden Fall zu mir und passt auch mit in die Box, finde ich geil. Natürlich darf eine Kaffeetasse nicht fehlen oder Teetasse, je nachdem, wie man es haben möchte. Finde ich scharf, ist mit dem Herzchen drauf, ist verspielt, aber jetzt nicht allzu kitschig, würde ich sagen. Das heißt, das ist auch tatsächlich etwas, was man mit auf die Arbeit nehmen kann oder zu Hause ganz normal stehen haben kann. Ich mag die Größe, ich mag die Form und da werde ich jetzt den ein oder anderen Kaffee mit euch demnächst mal draus trinken, wenn ich hier einen Schminki mache und mich dabei... Schminke? Nein, wenn ich mir dabei einen Kaffee gönne, weil, ne, Input und so. Richtig geil, ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt. G-Wurm GmbH und Coca-G aus Köln. Kenne ich nicht, aber finde ich nice. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes, praktisches Produkt. So, auch das passt, denn ich bin ja ein Langhaar-Mädchen. Shampoo, Intense Repair mit Kokosöl und Boritiöl, reichhaltige Pflege und Anti-Frizz-Effekt. Ich glaube, das hatte ich sogar schon mal in einem Adventskalender drin gehabt, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ich rieche mal dran. Vorher muss ich aber kurz meine Nase einmal schneuzen. Ja, ich höre mich immer an wie ein Elefant, Leute. Aber dieses Video kommt ungeschnitten hoch. Da müssen wir jetzt alle einfach mal durch. Denn ihr sollt alle Reaktionen mitbekommen. Okay. So. Dann riechen wir mal dran. Ach komm, das riecht gar nicht so nach Kokos. Das riecht sehr, sehr angenehm blumig. Das gefällt mir. Das wird ausprobiert. Das finde ich nice. Cool, auf jeden Fall. Und ich kann sehr, sehr repair-mäßig was gebrauchen. Und ich habe lange Haare. Heißt, ich bin ein Langhaar-Mädchen. Hier ist es übrigens auch cool. Folie entfernen und die Verpackung der Werkstoffsammlung zuführen. Also du kannst es quasi... also es ist einfacher, wenn du die Folie entfernst und das dann quasi separat in die... In den gelben Sack machst, ne, glaube ich. Also ich glaube, dass, ja, das ist natürlich auch nice, ne? Ja, und vegan ist es auch noch. Mensch, das ist ja auch noch richtig charmant. So, ein Armband haben wir auch mit dabei. Und wenn das ein Rosenquarz ist, dann finde ich das schon wieder richtig geil, weil Rosenquarz passt ja zu meinem Sternzeichen. Ich bin ja Zwilling und Zwilling hat
Luft als Element. Und da gehört irgendwie der Rosenquarz auch noch mit dazu. Frag mich nicht, irgendwie gehört das auf jeden Fall zusammen. Manjula Mala, ein bezauberndes Stück. Ich bin geschützt und voller Liebe, steht hier drauf. Das ist ja schön. Adriana Abera, die sagt mir jetzt so nichts. Bezaubernde Malas, Armbänder für die ganze Familie, Maleranhänger und vieles mehr. Ach, die kann man da bekommen. Finde dein individuelles Lieblingsstück und spare 10 Euro. Mit Manjula Love auf manjulamala.at. Ab einem Bestellwert von 30 Euro bis zum 31. Mai 2021. Das ist ja nett, ne? Das ist ja echt nett. Und das ist halt ein... Oh, das ist auch ein Herzchen mit bei. Also da hat sich jemand echt was überlegt. Das finde ich total klasse. Und dadurch, dass es halt mit Gummi ist, also mit Gummizug, hält es auch besser. Und das sind halt so Steinchen dran. Ich guck mal eben im Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Ob man da abgebildet bekommt, was für Steinchen da drin sind. Der zarte Rosenquarz steht für Liebe, Schutz und Partnerschaft. Oh, das passt, ne? Er hilft dir, dein Selbstwertgefühl zu steigern, brauche ich, und lässt Romantik und Harmonie in dein Leben fließen. Ja, dann bleibt das mal ordentlich lange drum hier. Der grüne Aventurin hilft dir, dein Lebensabenteuer zu starten. Er befreit von Sorgen oder Nervosität und verleiht Mut und eine positive Lebenseinstellung. Er stärkt deine Individualität und führt dich so zu einem selbstbestimmten Leben. Cool. Mhm. Das ist dann das Grüne da. Oh, ist auch schön, ne? Also du hast halt auch in der Box manchmal ein bisschen was Schmuckmäßiges drin. Du hast auch manchmal Edelsteine mit dabei, die man dann für eine Meditation oder sowas zum Beispiel verwenden kann. Das ist schon krass. Als Zwischenperle ziert das Herz dieses wunderschöne Manjula-Maler-Armband. Symbol für Liebe, Leben, Kraft und Ausdauer. Echt schön. Also das finde ich echt nice, ne? Ein Seelenschmuckstück, eine wunderbare Freundin. Also finde ich klasse, werde ich drum lassen, tatsächlich, weil das nervt mich nicht, weil das bewegt sich nicht. Und das ist nicht zu eng, ne? Vielleicht ein ganz kleines bisschen, also ein, zwei Perlen mehr hätten es bei mir tatsächlich getan, aber... Mein Armumfang ist auch nicht normal. Also ich habe relativ breite Arme, was nicht schlimm ist. Ne? Auch meine Waden sind recht breit. Ich passe in wenig Stiefel tatsächlich rein. Meine Hände sind sehr groß und so weiter. Also ich bin da tatsächlich nicht die Norm. Aber das finde ich echt schön. Muss ich sagen. Das passt. So, dann haben wir hier ein bisschen was zu futtern drin. Crispy Hafer Gig. Hagebutte Cranberry. Vegan. Ballaststoffreich. Und Superfood. Jo, das werde ich mir, ich denke, Montag einfach zum Frühstück essen auf der Arbeit. Klingt gut. Das ist immer ganz praktisch. Dann habe ich hier einen Flyer. La Cabra Coffee Roasters. Kaffee und ich, wir sind Freunde, ne? Grums. Von Grums hatte ich mal ein Handpeeling, was mir echt gut gefallen hat. Leute, das ist unglaublich. Oder das war ein Handpeeling, ne? Ja, und hier ist was von Grums drin. Hydra Calm Face Cream. Okay, with extract from upcycled coffee grounds collected by Cargo Bike in Aarhus, Dänemark. Okay, das ist eine Feuchtigkeitsgesichtscreme. Mit Kaffee? Das ist ja voll mein Ding. Das wäre eine perfekte Morgencreme für mich, ne? Und dann noch hydratisieren, passt zu mir. Brauche ich nämlich. Riecht nach nichts. Ist wahrscheinlich parfümstofffrei und ich sage, ihr riecht nach nichts, ne? Mußig. Guck dir das mal an. Total mußig. Sehr geil. Also es ist wie eine Wolke. Sehr fluffig. Das ist ja cool. Oh. Das riecht wirklich minimal nach Kaffee, aber ganz minimal. Ja, wahrscheinlich, weil da Kaffee drin ist, ne? Finde ich cool. Fühlt sich toll an. Oh. Ne? Ja, das ist eine eingecremte Handfläche. Das wird auf jeden Fall verwendet. Finde ich nice. Hyaluronsäure ist da dran. Coffee Ground Extract. Was ist Coffee Ground? Kaffee, sind das Kaffeekerne oder so? Glycerin, Kokosnussöl und Sheaöl ist damit bei. Was heißt Coffee Ground? Kaffeesatz. Kaffeesatz, geil. Finde ich cool. Kaffeesatz verwende ich auch immer für unsere Blumen und Hecken draußen zum Düngen und so. Finde ich nice. Das finde ich echt cool. Die wird verwendet. Claudinchen rastet aus, ich merke es. Okay, hier haben wir eine Probe drin. Hallo Herzblatt, Rosenblüte und Kardamom. Hallo, hier bin ich, ne? Rosenblüte und ich, wir sind auch so. Von Tee bei TTZ, das ist wohl ein
eine neue Cremedusche. Die werde ich auch mal ausprobieren. Kommt heute Abend direkt in Einsatz. Ne? Rosenblüte kann ich gut gebrauchen. Hallo Herzblatt ist natürlich auch voll charmant. Schöne Box bislang. Echt geil, Leute. You are so loved. Hier haben wir Karten drin. Oh, wie schön. Ich mag Karten. Komm, die gucken wir uns mal an. Die kommen von... Oh, nein. Oh, Omi... Nein. Omjoyful.de. Okay. Omjoyful. Okay. You are so loved steht auf dieser Karte drauf. Die werde ich als Verlosungskarten verwenden, ne? Das heißt, die werde ich demnächst dann an jemanden verschicken, wenn ich eine Verlosungsbox packe. Übrigens, in diesem Video könnt ihr natürlich auch was gewinnen. Und zwar ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, genau. Und dann habe ich hier Your Light Shines Through. Dein Licht scheint durch. Oder dein Licht ist durchscheint. Okay, schön. Just breathe oder breath. Atme einfach. You are made of magic. Du bist aus Magie gemacht. Ach, schöne Karten, ne? Ich mag auch dieses Design. Ich mag diese Farbspiele, die da so drauf sind. Das ist echt nice. Das ist cool. Ja. Ja. Okay, dann haben wir hier noch ein Büchlein drin. Impulse der Achtsamkeit von Groh. Das ist das hier. Der Himmel ist in dir, denn wenn du achtsam dein Leben wahrnimmst. Ein Moment innehalten, durchatmen, zu sich selbst kommen. Das fällt im Alltag oft schwer. Die Impulse der Achtsamkeit regen dich dazu an, den Tag mit der Ausgeglichenheit anzugehen und den Moment bewusst zu genießen, um so öfter im Hier und Jetzt zu sein. Okay, kann ich gut gebrauchen, muss ich wirklich sagen, weil ich einfach viel zu wenig achtsam bin. Und hier sind dann einfach schöne Bilder abgebildet und entsprechende Sprüche dazu, die man sich dann einfach zu Gemüte führen kann. Sage dir heute immer mal wieder, ich bin ruhig und gelassen und nimm dabei einen tiefen Atemzug. Finde ich cool, wirklich, ne? Lasse deinen Geist still werden und wie einen Teich im Wald. Er soll klar werden wie Wasser, das von den Bergen fließt. Lass trübes Wasser zu dir, zur Ruhe kommen. Dann wird es klar werden und lass deine schweifenden Gedanken... Nein. Und lass deine schweifenden Gedanken und Wünsche zur Ruhe kommen. Okay, ja, ne? Schönes Buch. Schönes Buch. Echt schönes Buch. So. Einen haben wir noch, Leute. Dann sind wir durch. Und zwar habe ich hier die Quinoa-Chips. Das sieht so geil aus. Sweet Chili Flavor von Eat Real. Auch das ist glutenfrei und vegan. Also die Snacks und die Food-Produkte, die hier mit drin sind, sind meistens sehr, sehr natürlich, nicht sehr gesund fast schon. Also gesund, wie auch immer man das sagen mag. Aber ne, das finde ich nice. Und ich mag Quinoa. Ich mag Chips. Ich mag Chili. Sammy, ist auch schon am Start. Und auch wenn das Video ungeschnitten ist, einen kann ich doch hier bestimmt essen, oder? Die sehen auch cool aus. Wie so wellenförmig, aber richtig Wellen. Nicht so Riffle Chips, sondern, ne? Voll geil. Oh, riechen gut. Oh. Die sind mega lecker. Boah. An irgendwas erinnert mich das auch tatsächlich. Wenn ich das so auf die Zunge lege, ist es erst wirklich süß. Und jetzt so nachher im Abgang, im Rachen kommt die Schärfe. Sehr, sehr lecker. Das erinnert mich fast schon an Krupuk. Daran erinnert mich das vom... Ne? Sehr, sehr lecker. Finde ich geil. Leute, das war das Unboxing. Wie gesagt, denkt auf jeden Fall an die Verlosung. Und ja, ich bin hin und weg und ich finde es total geil. Also zieht euch das einfach rein, ne? Ich finde es mega. Und ja, jetzt werde ich noch ein paar Fotos davon machen, werde dann auch den Inhalt auf Instagram posten. Und ich bin einfach vollkommen woanders gerade. Merkt man, oder? Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch hier gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Vielen, vielen Dank an Hannah und Tyler. Ihr seid einfach die geilsten und auch an das ganze Team Yoga Junkies. Natürlich, Leute. Ihr seid wahnsinnig cool, dass ihr mir diese Möglichkeit gibt. Ich feiere das hart und ihr bringt einfach dieses Strahlen in dieses Gesicht und das ist... Danke. Das ist einfach cool. Ja.
Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Beauty-Boxen-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!